Wisst ihr was, ich kaufe die Säge jetzt einfach mal. So, steigert den Schaden, den ein Treffer mit der Kettensäge verursacht. Verbessert die Treibstoffdifferenz der Kettensäge und erhöht daher die Anzahl der Anwendungen einer Ladung. Nehmen wir mal. So. Herr Doktor, was wird es denn? Alter Schwede. Okay, Dynamit haben wir auch. Drei von den Minen. Dann lasen wir erstmal. Archiveintrag, Subjekt CB204 Detective. Ah ja, Phase 5, Phase 5. In Phase 4 erlitt unser Detective-Subjekt einen wiederholten Verlust des Ich-Bewusstseins und zeigte unfreiwillig soziale Tendenzen. Wir haben bislang mindestens 4 Suizidversuche wiederholt, periodisch Körperdeformierung auf. Was wieder wies das Subjekt wiederholt periodische Körperdeformierung auf. Die anfänglichen Erholung des Subjekts hat sich mittlerweile ins Gegenteil verkehrt. Derzeit hat es sein Ich-Bewusstsein verloren. Der Zeitfluss des Bewusstseins aber anderer Subjekte ist eine Folge der zusammenhängenden Kontrolle durch den Stem. Die Erinnerung des Objekts scheint nicht mehr geordnet zu sein und die sprachlichen Fähigkeiten sind auf ein Minimum beschränkt. Ach, den Josef! Ach, der Josef! Oh, das wird ja ein Vergnügen! Weil den Josef, den konnte ich nicht leiden im Hauptspiel, bin ich ganz ehrlich. Den konnte ich überhaupt nicht leiden. Und das wird jetzt ein richtiges Vergnügen für mich. Na, Josef? Ach, und der hat noch eine Knarre. Shit. Na, juckt's? Shit. Aber das spielt vorher, weil der Kasten steht hier nämlich noch. So. Josef, ach, Josef ist da oben. Josef! Komm mal her, ich hab was für dich. Eine Kettensäge. Hallo? Hallo? Seh ich? Wow, wer ist das denn? War das Onkel Bob? So, legen wir mal ein paar Fallen hin. Kann ja nicht verkehrt sein, ne? Aua! Hör auf zu schießen! Du Drecksack! Das gibt's doch nicht! Aua! 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 Josef! Finish him! Immer schön auf die 12. Ja, Josef. Das war's für dich. Aber für uns auch fast. Mist, wir haben aber nicht so viel gesammelt und wir brauchen unbedingt Lebensenergie. Molotow-Cocktails sind jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Der höchste Rang für Bewegungsgeschwindigkeit ist jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Aber wir brauchen unbedingt Lebensenergie. Aha. Folge deiner Tochter. Ja, jetzt noch nicht gleich. So. Erstmal ein bisschen einkaufen. Erstmal bitte schön rein damit. So. Jawohl. Lebensenergie voll. Weil dann kriegen wir nämlich auch wieder. Speichere ich mal. Und wir machen dann noch eine Runde im
Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Da seht ihr das Bild. Das ist eine blonde Frau. Ich kenne diese Frau nicht. Ich habe die im Spiel nie vorher gesehen. Ich weiß nicht, wer sie ist. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir machen noch eine Runde in der Arena, ne? Machen wir noch, um ein paar Taler zu sammeln. Weil ich denke mal, das wird ja jetzt schon das Finale sein. Da können wir uns noch eine Runde im, in der Arena gönnen. Jawohl! Round 1. Fight! Komm her, Großer! Komm, du Papa! Komm her! Tschüss! Das war so ein Fun ohne Speis. Ohne Speis, ohne Spaß. In dein, wo du hergekrochen kommst. Okay, das war einmal ein Kopf. Beziehungsweise, das sollte mal ein Kopf sein. Na komm her, meine Güte. Hui! Können wir das... Ach, das können wir auch mitnehmen. Ah, okay, cool. Was war das jetzt? Okay, jetzt kommen drei Stück. Guck mal hier, euer... Was? Okay. Da war irgendwas mit Explosion gerade am Stehen. So schnell konnte ich gar nicht lesen. Aua! Aua, geh doch aus der Ecke raus! Geh doch aus der Ecke raus! Ach, oh, verstehe. Ich verstehe, wer das ist. Die Gabba-Kläuse sind wieder am Start. Könnt ihr euch noch entsinnen am zweiten DLC? Die immer so explodieren. Erst sind sie gelb und dann... Das war's. Das ging ja schnell. Muss ich ja mal sagen. Hm. Gut. Was hatten wir denn jetzt? Irgendwie so um die 30, glaube ich, Münzen oder so waren das, ne? Ach, wisst ihr was? Komm, wir gehen jetzt einfach. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Nein, geh nicht ins Licht. Nein. Und wir natürlich mutig und tapfer hinterher. Hä? Verstehe ich nicht. La 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 la. Der endlose Gang. Und auf dem Boden ein Licht mit einer Akte der Neu... Oh nein. Oh nein, ich sehe schon wieder. Siehst du auch das, was ich sehe? Sieht förmlich danach aus, als würde die Alte mit den langen Fingernägeln kommen. Was macht mein Arzt hier? Ich habe gesehen, wie er durch die Halle ging. Welcher Arzt? Oh, bitte nicht diese alte Trulla. Nein. Bitte nicht. Boah, die habe ich so gehasst. Ich habe sie so gehasst. Aber das sieht jetzt schon wieder so voll geil aus irgendwie. Entschuldigung, wie ich sagen muss, aber... Irgendwie so von Lichtstimmung her ist das schon richtig cool. Mann, warum konnte das Hauptspiel nicht in Ego-Perspektive sein? Okay.
So. Schauen wir uns nochmal ein wenig um. Ein paar Münzen nochmal mitnehmen. Kann ja nicht verkehrt sein. So. Hausfriedensbruch, habe ich gerade die Trophäe bekommen. Ja, super. Nein. Nicht die Alte, bitte. Lass es nicht die Alte sein. Oder... Ich bin gerade so ein bisschen an mich am Sammeln, was im Hauptspiel da alles kam noch. Ist ja auch schon ein paar Tage her, wo wir es gespielt hatten. Und hier war doch das Labor mit den Fallen. Und... Ich erinnere mich, dass hier der Raum ein wenig anders aussah. Lag da Leslie? Nee, das war nur so ein Patient, der sah aber fast... Hier war nämlich so eine Falle drin. Und hier war auch eine Falle. Und hier ist jetzt komischerweise ein Speicher. Also ich irgendwie verstehe ich das noch nicht ganz. Naja, Tagebuch der Tochter 9. Ich weiß, dass ich schon viele unheimliche Dinge gesehen habe. Aber ich kann mich nicht an sie erinnern und darum habe ich keine Angst. Das ist immer gut, wenn man sich dann nicht daran erinnert, dann hat man auch keine Angst. Können wir noch was shoppen gehen? Von 36. Vorsichtshalber vielleicht nochmal Dynamit kaufen oder so. Oder? Dynamit kostet eh nur 10. Nehmen wir von den Fallen auch nochmal mit. Machen wir wieder 3. Ja, das passt. So. Es kann natürlich auch sein, dass vielleicht Leslie kommt als Gegner. Wer weiß. Na? So. Gesamtspielzeit. 1 Stunde und 4 Minuten. Und 46 Sekunden. Sind wir eigentlich gut dabei bisher. Gut, wie gesagt, ich erwarte jetzt nicht zu viel, aber es sieht förmlich danach aus, als wären hier auch noch Türen. Da ist eine. Da ist eine. Hier ist also der nächste Bereich, den wir fortstreben werden. Das heißt, wieder mit Arena-Modus und alles. So, Mobius Detective 0, Direktiv 05. Eliminieren Sie Testsubjekt CB205, Soldat. Wie beim Tod von CB204 hat sich der Gedächtnisverlust Ihrer Tochter verlangsamt. Allerdings ist der Verfall aller anderen Subjekte noch weiter fortgeschritten als zuvor. Es sind weitere Untersuchungen erforderlich. Zeitgleich mit diesem Ereignis hat sich ein Zugang am Herzen des Anwesens geöffnet. Wir haben darüber hinaus Subjekt CB205, einen ehemaligen Soldaten, lokalisiert. CB205 muss eliminiert werden. Die Eliminierung der übrigen Testsubjekte führt dazu, dass nur noch das Mädchen über Erinnerungen verfügt. Allerdings besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Erinnerungen nicht mehr intakt sind. Wir können jetzt die ungefähre Aufenthaltsorte der übrigen Subjekte bestimmen, aber die Verschlechterung des Zustands ihrer Erinnerung deutet darauf hin, dass sie mittlerweile vollständig unter der Kontrolle des STEM stehen. Ergänzende Informationen. Das Auftauchen eines neuen Ortes im Inneren des Anwesens lässt auf eine Verbindung zur Ruvik-Entität schließen und ist möglicherweise eine Überlebensinsel seiner Präsenz. Es ist nicht bekannt, ob ein Teil seines Bewusstseins im STEM konserviert wurde. Allerdings befinden sich das Mädchen nun auf direktem Weg in einem Bereich, den wir nicht überwachen können. Dafür könnte der Einfluss der Ruvik-Identität verantwortlich sein. Abgleich der Akte über den Fall Ruvik sowie Ziele von Testsubjekten, die sich von ihrer jeweiligen Transkription unterscheiden. Es hört sich so ein bisschen danach an. Also wir sind ja, wie gesagt, der Scharfrichter. Wir müssen halt die Leute da erledigen. Und für mich... Weil es muss ja danach spielen. Weil wir erledigen ja alle. Wir haben Josef erledigt. Der ist jetzt hinüber.
Gut, die Frage ist, ob das jetzt nur für den Traum zählt hier oder ob das auch... Wir werden wahrscheinlich Detective Castellanos auch noch begegnen. Vermute ich mal ganz stark. Das gefällt mir gar nicht, das Geräusch, bin ich ganz ehrlich. Tagebuch der Tochter 10. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Namen meiner Eltern fallen mir nicht mehr ein. Das passiert mir jetzt schon zum 5. Mal. Ich kann einfach nicht fassen, dass ich so etwas vergesse. Ich sollte sie mir auf meinem Arm tätowieren oder so. Das... Der passt wohl nicht durch die Tür, der Typ. Mir gefällt dieses Geräusch ganz und gar nicht. Hier waren wir ja, ne? Ja. Nein, bleib stehen! Da! Bleib! Lauf, mein kleines Mäuschlein, lauf! Lauf in deinen sicheren Tod! Kleine Geschicklichkeitseinlage. Ja. Ginzilla, erstmal willkommen zur Let's Play Live Show. Lauf in einen sicheren Tod. Lauf, bleib doch stehen, Alter. Jawohl. La 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 la. Das war knapp. So. Der hat Heizungsmonteur, aber demnächst wieder genug zu tun. Ah, seht ihr diese Fallen, meinte ich. Die habe ich so ein bisschen vermisst. Ich komme mir gerade vor wie in der Waschstraße. Okay, da liegt wahrscheinlich wieder ein Tagebuch. Ist aber recht simpel, ja. Echt düstere Stimmung, ja. Gerade schon, ist schon ein bisschen... Oh. Okay. Jetzt macht's nicht mehr Aua. Tagebuch der Tochter 11. Hey, Doktor, erinnern Sie sich an meinen Vater? Hier können wir uns nochmal upgraden. Und da ist doch schon die Tür. Die Frage ist, mit 27 brauchen wir gar nicht irgendwie anfangen abzugraden. Können wir auch direkt durchstarten. Den Soldaten. Wer war denn nochmal der Soldat? Subjekt CB205 Soldat. Hier ist es wie im Traum. Ich werde hier irgendwie nicht müde. Ich könnte immer weiter kämpfen. Diese grunzenden Dinger sind dumm, aber sie geben nicht auf, wenn ich sie beherrschen könnte. Diese wandelnden Toten machen mich langsam krank. Ich mache einen nach dem anderen platt, aber es kommen immer mehr. Irgendjemand beobachtet mich. Du wirst mich nicht kriegen. Ich kann hier tun, was ich will. Ich bin ein Raketenschleuderirrer. Ich bin ein Raketenschleuderirrer? Nein. Lass es nicht diesen Typen sein mit dem Raketenwerfer. Oh nee. Komm schon, ihr Arschlöcher. Ich scheiß euch mit Kugeln und Raketen zu. Mir ist, als hätte ich ein Eiszapfen im Kopf. Sie versuchen, meine Gedanken zu kontrollieren. Ich bin keiner von euch. Ich werde mich niemals. Ihr werdet mich niemals kriegen. Eliminieren Sie den Panzerfaust-Sadisten. Zwei Hebel umlegen, das war schon, ja. War sehr simpel, stimmt. Nein. Nein.
Nein. Warum sind das immer die Gegner, die ich gehasst habe im Hauptspiel? Wo ist der denn jetzt? Kommt der auch mal runter? Hallo, mein Freund? Wow. Du kleiner Drecksack. Traust dich nicht runter, ne? Das Game sieht da richtig cool aus. Ja, ist es auch. Komm her. Sehr schön. Ich glaube, so kann man das regeln, weil wenn die Zombies zum Sprengen sind, kann man den gut erledigen, den Typen. Ich hoffe, der kommt nicht runter. Ich hoffe, der bleibt da jetzt oben in der Ecke. Jetzt warte ich nur noch auf einen weiteren Zombie. Da hinten läuft einer. Und der ist auch noch flott unterwegs. Ja, das stimmt. Der ist sehr flott unterwegs, aber momentan... Ach, jetzt steht er da. Okay. Nein, 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 nein. Du kleiner Drecksack. La 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 la. Guck mal, ein Stuhl. Na, warte mal. Ich habe auch ein paar Raketen für dich. Guck mal hier. Uah. Aua! Alter Schwede. Nein, Hammer. Guck mal hier. Hui! So. Aber eigentlich schießt er eh nur Raketen. Von so an kann ich ihn ja auch... Es ist aber genauso, es ist genau wie die anderen DLCs. Ja gut, ist ein bisschen anders, ne? Ist ein bisschen mehr so Arena-Kämpf und alles, ne? Wow! Bisschen mehr Arena-Kämpf und alles, ne? Wo ist denn der jetzt? Ach, der ist oben. So. Schmeiß doch mal die Dings da oben. Ja, super. So hätte ich das auch gekonnt. Ah, da ist wieder einer. Den kann ich gut gebrauchen. Komm her. Jawohl, der braucht nur noch einen Schlag. Dann ist er weg. Jetzt wird der stinkig. Hätte den... Komm, dann nehme ich den Raketenwerfer, wenn du den nicht brauchst. Na komm her! Das ist aber keine Panzerfaust, Kumpel, ne? Der Season Pass lohnt sich definitiv, das stimmt. Der hat sich wirklich gelohnt, auf jeden Fall. Ne? Aber die DLCs waren richtig geil. Aber so hätte auch das Spiel sein sollen. Also auch die anderen DLCs, die waren viel, viel besser und intensiver auch. Vom Spielgefühl als wie das Hauptspiel. Prost zusammen. So. Da öffnet sich dann wahrscheinlich auch der nächste Gang. Oder da müssen wir jetzt hin. Ich glaube schon. Wir werden mal... Hallo? Der geht manchmal nicht durch die Tür. Ich verstehe es nicht. So, diese Lenkraketen ist das große Gegner besonders für große Gegner besonders wirkungsvoll. Ich frage mich, was da alles noch kommt. Den möchte ich nochmal aufrüsten und als nächstes möchte ich nochmal hier den erlittenen Schaden nochmal ein bisschen... Verbessern haben wir das nämlich komplett. Sehr schön. Super. Ich meinte natürlich qualitativ, nicht inhaltlich. Gut, inhaltlich muss ich sagen, gefallen mir die DLCs wesentlich besser. Also zumindest die ersten beiden haben mir vom Gruselfaktor und alles wesentlich besser gefallen als wie das Hauptspiel.
Und jetzt so mit der Ego-Perspektive im dritten DLC, finde ich, hätten sie ruhig im Hauptspiel es auch so übernehmen sollen. Nicht jetzt hier halt mit den Arena-Kämpfen alles, aber wie gesagt, Ego-Perspektive wäre cool. Weil die Engine kann es ja, man sieht es ja, es funktioniert ja. Ist ja einfach nur eine Kamera in den Kopf reingesetzt und dann funktioniert's. Mach nochmal einen Arena-Kampf, wenn wir schon einmal hier sind. Bitte was? Hoi! Oh ja, geil. Jawohl. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Wo? Kommst du denn her? Wow! Wow! Fetti! Fetti! Alter, geh weg! Nein! Uah. Warte mal. Uah. Uah. Okay, verstehe ich nicht. Was hast du vor? So, weg mit dir. Hallo, renn doch. Der ist immer noch nicht tot. Alter Schwede. Und du komm mal her da, Mann. So. Grafisch aber schwächer als die anderen DLCs. Ging ja echt schnell. Wow, Fetti schon wieder da. La 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 la, la 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 la. Aua! Okay, die Arena-Kämpfe werden nicht leichter. Ja, fertig, schon fertig, fertig, schon fertig. Aua. Komm, den gönne ich mir jetzt. Den gönne ich mir jetzt. Schieß deinen Gegner auf, jawohl. Töte einen Gegner in der Walze. Was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas? Okay, anscheinend nicht.